Der Kupferpreis ist im letzten halben Jahr um 25% gefallen. Trotzdem gibt es immer noch viele Analysten, die darauf beharren, dass Kupfer in den nächsten Jahren steigen wird. Kommt die große Kupferknappheit auf uns zu und ist es jetzt möglicherweise ein guter Einstiegszeitpunkt für Kupferaktien? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Weltklimakonferenz in Ägypten seit gestern mit 40.000 Teilnehmern. Man wird da reden, man wird sagen, es ist 5 vor 12 und man wird sich um viel Geld streiten und man wird viel Geld auch wieder zusagen, das dann vielleicht kommt oder das auch doch nicht kommt. Und danach wird es sowieso auch wieder heißen, naja, viel gebracht hat das Ganze ja nicht. Also wenn die ganze Veranstaltung etwas Tröstliches hat, dann, dass wieder mal klar geworden ist, sowas wie eine koordiniert vorgehende Weltregierung oder so, das gibt es offensichtlich nicht. Es sei denn, die sitzt woanders, aber das werden wir heute nicht klären. Aber abgesehen davon, es tut sich natürlich schon so einiges bei der Energiewende. Und ein zentraler Rohstoff für diese Energiewende ist Kupfer. Und darum beharren auch viele Analysten darauf, dass Kupfer knapp wird. Rezession hin oder her. Es komme da ein Riesendefizit auf uns zu. Kupfer wird knapper als Klopapier. Und vor 2 Wochen hat der Chef von Trafigura gesagt, das ist eins der größten Rohstoffhandelsunternehmen. Es ist schon jetzt ziemlich eng, zumindest bei den Lagerbeständen an den Börsen. Da gibt es registrierte Bestände eben, die dann physisch ausgeliefert werden, wenn die ganzen Kontrakte dann auch auslaufen. Und diese Bestände, die sind zurückgegangen nur noch auf das 4,9-fache vom täglichen globalen Verbrauch. Das gab es noch nie. Das heißt zwar nicht, dass wir jetzt nächste Woche gar keinen Kupfer mehr haben, aber es ist schon bemerkenswert. Und es passt auch nicht so richtig zu diesem großen Rezessionsszenario, natürlich zur Zeit, wo wir ja regelrecht auf Halben von Kupfer sitzen müssten, das keiner mehr haben will. Und das wirft die Frage auf, können wir bei Kupfer einen Kursanstieg bekommen und vielleicht sogar ja auch eine Rallye mitten in einer Wirtschaftskrise? Bis jetzt ja nicht, wie gesagt. Der Kupferpreis ist gefallen und wir sprechen da ja auch von Dr. Copper. Nicht, weil es der Arzt ist, dem die Frauen vertrauen, sondern weil man Kupfer immer vertraut hat und geschätzt hat als Konjunkturindikator, der uns auch anzeigt, wo wir wirtschaftlich stehen. Und wir stehen ja nicht besonders gut da. Und hier haben wir den Kupferpreis auf ein Jahr in Dollar. Der Chart ist von TradingView. Man sieht ja noch den Anstieg bis zum Frühjahr in der Corona-Rallye. Da sind ja die meisten Rohstoffe gestiegen. Und der Ukraine-Krieg, der hat das Ganze dann noch beschleunigt, erstmal. Aber als man dann gesehen hat, dass sich durch die Russland-Sanktionen das Rohstoffangebot doch nicht so verknappt in vielen Fällen und dass gleichzeitig ja die Wirtschaft weltweit leidet und die Zinsen steigen, da ist Kupfer dann stark abgerutscht. Immerhin, die letzten Monate, da hat es so eine Art Stabilisierung gegeben und jetzt auch eine starke Erholung, jetzt Ende letzter Woche. Am Freitag ist Kupfer um über 7% gestiegen. Und ähnlich eben auch die Entwicklung bei den Kupferaktien, die sind ja seit ihrem Hoch im März auch zum Teil stark zurückgekommen. Und jetzt gibt es aber auch entsprechend wieder Erholungsversuche da. Und ich mache es jetzt hier so, wie ich es schon oft gemacht habe. Ich bespreche hier jetzt mal die Aussichten von Kupfer an sich, also der Rohstoff. Und Kupferaktien, die gibt es dann morgen im Zukunftsmärkte-Report. Da schauen wir uns ein paar von den großen Kupferproduzenten an. Freeport-McMoRan natürlich, eine der beliebtesten Kupferaktien hier bei den Anlegern. Und noch einige andere große Produzenten. Also was haben die für Besonderheiten jeweils? Und wie ist es bei denen auch gelaufen? Darunter eine Aktie, die auch ganz interessant ist, die relativ spekulativ ist, aber ja, vielleicht nicht völlig abwegig. Und die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind kostenlos natürlich und Sie können sich, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Am besten gleich, weil morgen geht er eben raus und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Wie gesagt, Dr. Copper
hat sich fast immer synchron entwickelt zur globalen Konjunktur. Und wenn das immer noch ausschlaggebend wäre oder hauptausschlaggebend, dann könnten wir jetzt eigentlich sagen, naja, lassen wir es erstmal bleiben, der globalen Konjunktur geht es ja nicht besonders gut. Und ein Land ist da besonders entscheidend, nämlich China. Das steht nämlich für mehr als die Hälfte der globalen Kupfernachfrage. Und ausgerechnet da läuft es ja gerade auch nicht sehr gut. Und es gibt einen engen Zusammenhang, oder es gab einen engen Zusammenhang lange zwischen dem chinesischen Wachstum und dem Kupferpreis. Die Grafik hier, die ist schon ein bisschen älter von Top-Down-Charts, die endet schon im Jahr 2018. Rot der chinesische Einkaufsmanager-Index, der 3-Monats-Durchschnitt und grau der Kupferpreis in London. Aber man sieht hier wirklich ganz gut, wie eng das immer zusammengehangen ist. Ist ja auch kein Wunder. Aber jetzt haben wir natürlich in China immer wieder diese Lockdowns oder die Gefahr von den Lockdowns, die das Wachstum dann da ja auch lähmen und eben auch die Immobilienkrise, die sicherlich nicht so schnell vorbei sein wird. Der chinesische Immobiliensektor, der ist schon angeschlagen. Und es kommen aber fast 25% der chinesischen Kupfernachfrage da aus dem Immobiliensektor. Nur die Kupferbullen, die sagen, macht euch um China nicht so viele Sorgen. Es gibt eben diesen einen anderen großen Trend, der das mehr als ausgleicht, nämlich die Energiewende. Und darüber ist ja schon viel berichtet worden. Ich glaube, da kann ich mich relativ kurz fassen. Windfarmen zum Beispiel oder Solarfarmen, die brauchen eben pro Megawatt installierte Leistungen Vielfaches an Kupfer, was klassische Kraftwerke brauchen. Und dann wird man natürlich auch noch die Stromnetze ausbauen müssen und die Elektroautos natürlich auch. Die sollen jetzt auch 100-Millionenfach kommen. In der EU zum Beispiel, da ist es inzwischen ja amtlich ab 2035, also in 13 Jahren schon, da soll es hier keine Neuwagen mehr geben dürfen, die noch Treibhausgase ausstoßen. Und Elektroautos brauchen eben auch ziemlich viel Kupfer, anscheinend deutlich mehr als die bisherigen Autos. Man spricht da vom Faktor 4. Das sind also anscheinend eben auch die reinsten rollenden Kupferbrocken. Und dadurch, durch das alles, soll die Kupfernachfrage eben stark steigen. Und viele Analysten sagen eben auch, die bestehende und die zu erwartende Minenproduktion plus das Recycling, die können das auf gar keinen Fall abdecken. Und so sieht zum Beispiel die globale Produktionsprognose aus von Standard & Poor's. Das rosafarbene sind die bestehenden Minen, da ist die Produktion irgendwann natürlich früher oder später rückläufig. Dann in Rot neue Minenproduktion, die sehr wahrscheinlich kommen wird. Und Grün und Gelb dann weitere mögliche Minenproduktion, die auch wahrscheinlich ist bzw. wenigstens denkbar ist. Also durchaus schon ein ganz guter Anstieg die nächsten Jahre bei der Produktion. Aber so ab 2025, 2026, da kippt das Ganze dann. Und weil die Nachfrage aber weiter steigt, das ist die gestrichelte Linie hier, dadurch kämen wir dann immer stärker ins Defizit, das dann 2030 schon bei über 3 Millionen Tonnen liegen würde. Und hier eine andere Prognose von Wood Mackenzie. Da wird bei der Nachfrage unterschieden zwischen einer Primärnachfrage, die rote Linie, die wir sowieso schon haben und die auch sowieso schon steigt, und aber noch eine mögliche zusätzliche Nachfrage durch die Energiewende eben, sofern die stark vorangetrieben wird jetzt. Und in dem Szenario werden wir schon die nächsten Jahre eben durchgehend auch im Defizit, das sich dann vielleicht ein bisschen verringert nochmal in 10 Jahren und danach aber noch viel schlimmer werden würde. Also so oder so, eigentlich hört sich das ja ganz gut an für den Kupferpreis, sollte man meinen. Ich würde die Erwartungen aber gerne ein bisschen dämpfen. Ich habe hier dieses Jahr und auch letztes Jahr ja auch schon etliche Videos gemacht zu Rohstoffen und zu diesem vermeintlichen Rohstoff-Superzyklus auch. Und die Videos waren auch etwas skeptischer, würde ich sagen, als die meisten anderen, weil damals gab es natürlich schon wahnsinnig viel Rohstoffbegeisterung. Und hier ist nämlich noch der 10-Jahres-Chart von Kupfer. Also man sieht da auch den starken Anstieg in der Corona-Rallye in einer Zeit im Übrigen, in der es von der fundamentalen Seite eigentlich nicht so die großen Preistreiber gegeben hat. Da war also sicherlich vieles liquiditätsgetrieben, plus Hamsterkäufe natürlich durch die ganze Energiewende-Fantasie.
Aber da ist damals natürlich auch schon einiges eingepreist worden. Und die Korrektur jetzt, die war auch ordentlich natürlich. Wir sind aber noch nicht zurück auf dem Vor-Covid-Niveau. Und was mich schon immer stutzig gemacht hat, vorher schon, also die Entwicklung vorher, die war ja jahrelang ziemlich schwach. Obwohl wir da in China noch einen Immobilienboom gehabt haben, obwohl wir damals außerdem in China riesige Infrastrukturprogramme gehabt haben und obwohl wir die Energiewende ja auch nicht erst seit gestern haben. Windenergie und Solarenergie, die sind ja auch im letzten Jahrzehnt schon massiv ausgebaut worden im Vergleich zu dem, was vorher passiert ist. Allein 2019 zum Beispiel 176 Gigawatt neue Leistung an alternativer Energie. Und das waren da eben auch schon 74% der gesamten neuen Kraftwerksleistung, die da gebaut worden ist. Und trotzdem, dem Kupferpreis, wie man sieht, es hat ihm damals alles nichts geholfen. Und ich glaube außerdem, dass man eben die Rezessionsgefahr momentan auch nicht unterschätzen darf, kann dazu führen, zum Beispiel, dass der Kupfermarkt nächstes Jahr vielleicht sogar ein Überangebot hat. Und das kann dann natürlich auch nochmal belasten. Und abgesehen davon, dass mit den drohenden Engpässen, was wir hier gerade so besprechen, heimlich, still und leise unter uns Betschwestern, das wissen andere natürlich auch schon, vor allem die Minenkonzerne. Und die rüsten jetzt natürlich entsprechend auf, wahrscheinlich auch relativ unabhängig von kurzfristigen Preisschwankungen, weil die Langfristperspektive, die gute, die haben sie ja. Nur, und damit komme ich jetzt wieder zu Argumenten für einen steigenden Kupferpreis, es dauert immer länger, bis man neue Vorkommen, die man hat, auch abbauen kann. Und vor allem bei ganz neuen Minen, da kann das teilweise 10 Jahre oder noch länger dauern. Und dann haben sich auch die Durchschnittskosten für den Aufbau von neuen Minen in den letzten 10 Jahren fast verzehnfacht. Und gleichzeitig, das ist jetzt eine Grafik von Brooke Hunt, gleichzeitig gehen die Durchschnittsgehalte immer mehr zurück. Die haben sich in den letzten 30 Jahren fast halbiert. Ist ja auch klar, da wo man sehr hohe Kupfergehalte hat, da ist natürlich schon abgebaut worden. Das hat man als erstes angegriffen. Und fast das Erstaunlichste ist aber das hier. Das ist auch von Standard & Poor's. Die gelbe Linie, das ist das Explorationsbudget der letzten 30 Jahre. Also die Minenbetreiber haben schon durchaus mehr Geld ausgegeben in letzter Zeit. Die Balken, das ist aber das, was dadurch neu dazugekommen ist an Reserven, Ressourcen und was zum Teil auch schon wieder abgebaut worden ist. Da sind jetzt nur größere Minen erfasst, aber es ist schon erstaunlich, wie wenig das geworden ist, wie wenig da dazugekommen ist in den letzten 6 Jahren, ja fast gar nichts mehr. Was laut Standard & Poor's auch daran liegt oder vor allem daran, dass die Produzenten vor allem ihre Großminen, die sie schon haben, dass sie die immer mehr erweitert und erschlossen haben. Und das hat sich aber eben ein bisschen erschöpft jetzt die letzten Jahre. Und wie gesagt, bei ganz neuen Funden, wenn man die machen würde in den nächsten Jahren, da dauert es eben dann aber auch extrem lang, bis man sie auch wirklich abbauen kann. Insofern, wie gesagt, ich gehe jetzt kurzfristig nicht von einer Riesenknappheit aus. Ich gehe jetzt auch nicht wirklich davon aus, dass uns das Kupfer irgendwann mal wirklich ausgehen wird, so dass wir dann im Museum sagen: Schaut mal, Kinder, so hat mal Kupfer ausgesehen. Das, an was sich der Klimaaktivist da gerade festklebt. Aber der tut natürlich gut dran, dass er sich ausgerechnet an Kupfer festklebt, weil es ist ein zentrales Metall für die Energiewende. Und am besten geht er danach gleich noch nach Chile oder nach Peru und demonstriert dafür neue brutal große Kupferminen ohne Rücksicht auf Umwelt und Natur. Das ist schon einer der großen Zwiespalte heutzutage. Die Kupferindustrie braucht dringend die Energiewende, aber die Energiewende braucht eben auch die Kupferindustrie. Und darum sind, sofern die Energiewende auch kommt, so wie man sich das vorstellt, darum sind die Aussichten für den Kupferpreis mittel- bis langfristig, würde ich sagen, schon überdurchschnittlich gut. Ich würde zwar nicht sagen, gehen Sie jetzt bei Kupferaktien all in volle Kanne rein, ohne Rücksicht auf Verluste, aber Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich einzukaufen in eine Story, die noch relativ intakt ist und das in einer Zeit auch, in der diese Story eben auch nicht mehr gehypt wird. Und allein das ist ja schon was wert.
Und wie schon gesagt im Video, im letzten Video am Donnerstag, es gibt am Markt ja relativ viel, das langfristig zumindest immer noch interessant ist, das immer noch belastbar ist und das ist vielleicht auch gar keine großartig neue Erkenntnis. Aber für das hohe oder vermeintlich hohe Marktrisiko, das wir zurzeit haben, da werden wir natürlich von den Bewertungen her in gewisser Weise schon auch belohnt. Was man sich bei allen Sorgen, die man sich natürlich zu Recht macht zurzeit, aber was man sich bei all dem auch ab und zu vor Augen halten sollte, glaube ich. In diesem Sinne, denken Sie noch an unseren gratis Zukunftsmärkte-Report mit den Kupferaktien. Morgen geht er raus. Einfach dafür anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.